Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ich habe ein bisschen Aluminium schon vorbereitet. Ich glaube, es dürfte noch nicht ganz reichen für zwei. Hat aber auch einen Grund, warum ich es so gemacht habe. Denn wir möchten den EBF sozusagen einmal laufen lassen in der nächsten Version. Die Batterien sind gerade alle beim Hochrauschen. Sobald die voll sind, wird das hier erstmal abgerissen, aber in der Zeit bauen wir erstmal den ersten. Ich nehme mir mal den kompletten Stack raus. Denn wir brauchen als allererstes mal davon 6 Stück. So, jetzt muss ich gucken. Ich brauche Rods 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Vielleicht reicht es mir dann vielleicht sogar doch. 12. 6 habe ich. Also ich brauche noch 6. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 3. 6 habe ich ja. So, Poli läuft auch noch die ganze Zeit da hinten. Ethylen. Ich hätte mal gesagt, solange es geht, lasse ich es laufen. Weil sobald ich nämlich das da vorne dann abklemme. Okay, ich könnte natürlich runter transformieren. Könnte ich auch. Müsste ich aber trotzdem umbauen erstmal. Ich ja dann erstmal zwischenparken. Bis ich es dann wieder da hinten dran hänge. Kann ich natürlich auch machen. Weiß ich noch nicht. Aber es das heißt, ich lasse das einfach ein bisschen laufen, bis wir soweit sind. Ja. Oder ich mache die Linie woanders. Daneben. Das war der total bescheuert ausschaut. Nee, machen wir nicht. Ja. Wir sind fleißig dabei. Das läuft auch. Das läuft auch. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mal meine Rods. Bin ich mal gespannt. Habe ich genügend? Ja, müsste ich drin haben. Also, ich brauche 4 Pisten. Richtig? Richtig. Also, das heißt, davon brauche ich dann da schon mal die Motoren. So, was ist mir jetzt ausgegangen? Mir ist jetzt das Cover-Cable ausgegangen. Wenn es jetzt ganz blöd läuft, habe ich insgesamt zu wenig Cover-Cable. Ja, geht noch. Mir reicht das Cupro-Nickel-Wire nicht. Ich brauche ein bisschen Nickel, Nickel, Nickel. Kupro-Nickel heißt der Kupfer-Nickel. Lass schon mal laufen. Die ersten 4 kann auch laufen. Ich will jetzt erst einmal nur die Pistons fertigstellen. Genau. Das ist Motor Nummer 4. So. Ne, das reicht mir nicht. So, das heißt, meine Pistons habe ich. Das sind jetzt dann auf jeden Fall. Für einen sind es 6. Das heißt, für den zweiten brauche ich nochmal 6 Stück.
Und dann brauche ich noch 16 für die Hülle. Okay, dann heißt es dann hier wird's geswitcht. Holen wir mal schnell wieder 4 Kupferkabel zurück. Weil da draus werden dann gleich Casings. Und 4 Poly brauche ich auch. Hier rein. Müsste jetzt schon mal das passen. So, dann haben wir hier 18. Ja, da war mal wieder ein Leck dazwischen. So, die haben wir auf jeden Fall. Waren die schon komplett? Sehr gut. Dann kommen die dahin. Jetzt muss man noch mal schauen. Generatoren. Ich brauche dann noch mal Aluminium Gears. 2 Pistons brauche ich zusätzlich. Da baue ich die Small. Das heißt, ich habe jetzt 2. Ich brauche nochmal 2 Stück für die Rods. Und 8 Stück für die Gears. Und dann brauche ich nochmal 1, ich brauche dann 1, 2, 3, 4. Durch, dann kommt der Kleine hin, da kommt der hin. Hier, Gear. Rod, Extruder, Rods. Ja, nein, ich brauche nochmal 2 Gears. Brauche Nummer 8. Kann auf dem Arsch aufgehen oder nicht? Glaube, mir wird einer fehlen. Wenn es blöd läuft, wird einer fehlen. So, das heißt jetzt, wir machen 2 mache ich auf jeden Fall nochmal. Oder es geht, oder ich habe ein Ingot übrig. Das kann natürlich auch passieren. Habe schon gedacht, ich habe das Falsche gemacht. Okay, also die Rods rein. Small Gears rein. So, 1, 2. 3, 4. Jetzt brauche ich nochmal 2 Motoren. Glaube, es geht nicht. Nein, mir fehlt ein Ingot. So, das heißt, es kommt, du kommst dahin. Dann brauche ich jetzt aus dem da die Good Circuits. Kommen dahin und ich brauche jetzt aus dem da 2 Kabel. Und ich habe einen Advanced Generator. Jawohl. Hammer. So, dann habe ich jetzt hier meine Pumpe. Das ist mir Gott sei Dank noch eingefallen. Und ich habe es mal getestet. Ja, man kann. Auch die Dinger entleeren. Und das machen wir jetzt. Bin gerade beim Überlegen, will ich einfach
Ach komm, ist doch scheißegal. Habe ich eine Zelle einstecken? Nimm mal eine mit. Ich brauche jetzt eine Minute, dann ist die fertig. Dann habe ich mein Aluminium. Können die sich noch mal, kann die noch mal ein bisschen spielen? Und wir haben Freude. So. Darf nur nicht vorher das Kabel abreißen. So, der ist aber leer und der ist auch leer. Das heißt, die darf ich abreißen. Du kommst weg, du kommst weg. Aber nicht wegschmeißen, weil dich brauche ich drüben. Da habe ich mir nämlich auch schon was Neues überlegt. Bei meiner Energie habe ich ein bisschen umgedacht. Ich bräuchte. Da kann ich schon mal einen reinschmeißen. Brauche nämlich mal einen Wirecutter. Weil das Kabel muss weg. Das Vierfach-Zinnkabel, ja, muss ich mir mal überlegen, was ich damit mal irgendwann mache. Brauchen du es nicht mehr. So, Energie baut sich schon wieder auf. Das heißt, mein Ingot ist fertig. Also haben wir wirklich ein Ingot gefehlt gehabt. Wahnsinn. So, jetzt bin ich mal gespannt, was mir noch alles fehlt. Ja, mein Kruponickel. Das haben wir ja schon reingeworfen. Wir brauchen ein doppeltes. Ha, ich brauche 8. Also das wäre mir auch noch rausgegangen. Eins, zwei. So, das heißt, wir haben die Motoren Nummer 2 und wir haben 2 Advanced Combustion Engines. Das ist doch schon mal gut. So, das heißt jetzt für mich Pumpe. Und wir pumpen uns jetzt einen ab, weil Benzin wird nicht hergeschenkt. So weit sind wir noch nicht, dass wir Benzin herschenken. Ich kann mir ja sogar schon mal dann überlegen, ob ich in der Raffinerie nicht gleich Diesel herstelle, nicht nur Fuel, also nicht nur Benzin. Muss ich mir dann mal angucken, wie viel das Diesel kostet. Und ob wir das schon alles herstellen können. So, das heißt jetzt, die da sind eigentlich auch alle leer. Und das heißt, ich kann die da schon mal aufräumen. Perfekt. So, und dann kommt jetzt als nächstes der da weg. Und das Kabel. Und das nächste Kabel auch gleich. Kabel. Bitte. Ne, die Batterien sind da drin. Die lasse ich da schon mal drin. Habe ich das schon mal weg. Das ist wenigstens achtfach, das kann man wenigstens gebrauchen. So, dann habe ich hier meinen Transformer. Der kommt auch weg. Der kommt entweder dahin auf bei Poly oder drüben in die Verstromung.
So, und jetzt heißt es für mich, ich brauche dich hier und hier. Und sag mir bloß, ich krieg in die Combustion Engine Generator, krieg ich keinen Fuel rein. Ach nee. Kann ich gehen? Kann ich gehen. Weil dann müsste ich es erstmal anschließen, dass es geht. Geht Fuel rein. Wär schon traurig gewesen. Geht nicht mehr. Warum auch? Okay, du füllst das schon mal voll. So, dann haben wir ja schon mal als nächstes den Medium Voltage Battery Buffer. Er kommt hier hin. So, dann habe ich ja jetzt gesagt, ich habe ein Vierfachkabel. Brauche ich zwei. Du kommst hier hin, du kommst hier hin. Und ich habe meine Batterien. Die kommen hier hin. Brauche ich meinen Wirecutter. Und die fangen das Arbeiten an. Hoffe ich. Irgendwann. Jawohl. Das heißt, die rauschen jetzt schon mal hoch. Und ich lasse den schon mal voll laufen. Vor allem, da gehen jetzt ein bisschen mehr EU rein. So, dann brauche ich jetzt nochmal meinen Wirecutter, denn das da und das da kommen auch weg. Genauso wie das da. Meine Batterie. Noch mehr komisches Kabel. Bei Low Volt Battery Buffer. Die kann ich auch. Nee, ich brauche da drüben 16er, keine 9er. Aber ich könnte zum Beispiel die 4er drüben austauschen und könnte somit. Sind es 4? Alles sind 5. Aber ich könnte die dann hinten dran hängen. Müssen wir mal gucken. So, zwei Stück laden das schon mal auf. Also diese zwei Stück. Ersetzen haben jetzt so, sind jetzt sogar zwei mehr als die anderen waren. Ja, mal 4. 2 mal 4 sind 8. Und das waren 6. Die liegen ja noch hier. So, in der Zeit, wo die ein bisschen laden spielen, nehme ich die. Und die spielen dann gleich woanders laden. Apropos laden, ich muss dann mal meine eine Zelle mache ich mal voller Benzin, weil ich glaube, das wird nicht reichen. Sonst. Ich schätze mal sogar, das wird zu wenig gewesen sein. Ich hätte beide mitnehmen müssen. Ist egal. Kann noch 1000 Batterien herstellen. So. Dann habe ich das. Dann habe ich das. So. Dann brauche ich jetzt meine Wire. Wire. So, das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal meine ersten 8 Engines dran. Ja, was ich gesagt habe, der war natürlich sofort leer. 16.000 gehen rein. Darum, ich habe 4 aufgestellt, darum wird er auch gleich leer sein. Dann seht ihr hier schon ein Loch. Denn das hier wird verschwinden.
Die werden hier reingehen. Und das wird ein reines LV-Haus. Also das heißt, oben drüber entsteht ja dasselbe nochmal, was hier entsteht. In LV. Ja. Auch wenn da, wenn man sagen könnte, ja, du kannst doch gleich MV bauen und schmeißt doch danach die LV weg. Nee, ich will es auf jeden Fall so lassen. Ära klemme ich die ab und mach die als Notfallreserve, damit das da drüben läuft. Oder ich mach jedes Haus, das wo es gibt, macht mehrere Stränge. Weil ich habe jetzt dann hier, also der hier, plus der hier, plus der hier, werden den da speisen. Ne? Wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, mal 4. Das heißt, die 4 Batterien werden durch die 16 gemacht. Die 4 Batterien durch den drüber, die 4 dann durch den und die 4 dann durch den drüber. Wenn man das jetzt dann so nimmt, habe ich hier 1, 2, 3, 4 nochmal. Das heißt, ich habe hier meinen zweiten Medium Battery Buffer 16-fach, der wo voll ist. Und hier sind es ja auch nochmal 4, das wäre dann Nummer 3. Und diese zusammen werden dann einen High Voltage Battery Buffer unten befüttern. Das heißt für mich, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Strang, der mir das machen wird. Und die werden so verlegt, dass die auch den Notfalls das halt machen können. Wobei, nee, ich muss gerade nochmal denken, Sekunde. Also der da, genau, die zwei machen ein. Genau, 1, 2, 3, 4. Also der da, wenn fertig ist, ist das eine HV-Batterie. Der Reihe ist die zweite HV-Batterie, die Reihe ist die dritte HV-Batterie. Und den Rest kommt dann noch MV. Und irgendwann vielleicht auch noch HV. Das weiß ich noch nicht. Wie viel Prozent ich dann Verlust habe. Vielleicht baue ich es dann auf, dass dann da der HV irgendwann der Anspringer ist für alles. Wir werden sehen. Aber beim anderen muss ich es ja immer mal 4 nehmen. So, wir sind schon bei 219.000. Aber ich möchte es natürlich jetzt noch nicht machen. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal das erledigt. Das heißt, du kannst schon mal dahin. Den Wirecutter kann ich schon mal wieder weglegen. Das heißt jetzt für mich, du kommst weg. Und du kommst weg. Und schmeißt sie nicht weg, weil man kann sie immer wieder noch gebrauchen. Man muss nur dran denken. Wenn man auf LV switcht, Transformer Upgrade rein. Außer man switcht hoch. So, jetzt ist er ULV. Jetzt kann er gar nichts mehr. So, das heißt, jetzt habe ich meine MV Energy Hedges. Den machen wir hin. Den machen wir auch hin. MV. So, und jetzt steht dort, das Ding ist jetzt auf HV und nicht mehr auf MV. Jetzt habe ich auch 100 Kelvin mehr. Ich bin jetzt bei 1901 statt 1800. Er kann auch mehr Energie speichern. Also ist jetzt alles ein wenig größer. Er wird auch mehr Energie fressen. Das ist auch größer. Vor allem für MV-Rezepte oder LV-Rezepte. Da wird er richtig hungrig. So, man sollte jetzt nicht dieses Kabel dranhängen. Wobei, ich glaube, das geht sogar. Ich glaube, ich könnte sogar HV-Kabel an einer MV-Strecke anschließen. Passiert nichts. Aber ich will es nicht testen. So, ich habe jetzt hier mein Annihilated. Das ist nämlich das, was 8 hat und ein EU-Verlust. So. So. Und so. Dann kommst du jetzt dahin. Nee, wir gehen dahin.
haben wir den da. Den da. Und den da. So, das heißt jetzt, ab jetzt ist dieses Kabel, da haben auch 8 Batterien. Wie gesagt, macht nicht nur 4, macht 8. Und denkt auch daran, nichts anders laufen lassen, weil diese 8 Batterien werden gleich komplett in den da reingezogen. Wie gesagt, wenn ich genügend Strom habe und auch genügend Aluminium dann wieder hergestellt habe. Dann kommt hier noch ein zweiter Battery Buffer wieder hin. Also der, wo ich den sozusagen weggeschmissen habe. Und auch wieder 8 Batterien rein. Weil dann kann ich auch hier die Maschinenreihe laufen lassen, ohne dass ich Angst kriegen muss. Jetzt darf ich es halt dann nicht. Muss halt dran denken. Nicht mehr denselben Käse machen wie gerade, weil sonst geht der EBF aus und das Zeug, was ich verwendet habe, ist weg. Das wollen wir nicht. So. Dann haben wir das auch wieder aufgeräumt. Das heißt, ich habe jetzt da auch wieder Platz. Und es kommt einem so vor, als wären die langsamer als die anderen, sind sie aber nicht. Also die anderen sind viel, viel langsamer. Und wie gesagt, wenn ich jetzt dann, darum habe ich es jetzt auch aufgestellt, immer wieder, wenn ich genügend Material auf Lager habe, dann werde ich auch offline die weiterbauen. Und beim anderen war es, ist glaube ich immer 1. Ist immer, glaube ich, 1er Tick. Da läuft gerade nichts. War es überhaupt kein Tick? Aber ich tick nicht mehr ganz richtig. Sehr schön. Jetzt da guck. Okay, merke ich nicht mal. Und es laufen 2 Maschinen. So. Die sind jetzt auf jeden Fall voll. Und warum ist das jetzt wichtig? Richtig. Wir möchten nämlich weitermachen. Und um weiterzumachen, brauche ich dieses Zeug hier. Das heißt, ich brauche jetzt Eisendust, Chrom, Manganes und Nickel. Manganes war der mittlere, also der da. Habe einen Maserator. So, ich hoffe, dass ich noch. Ich hoffe, dass ich Chrom habe. Ja. Auch 4. Kommt schon mal rein. Das war dann noch Nickel und Eisen, ne? Chrom, Nickel und Eisen, ja. Halt. Habe ich das Eisen schon komplett weg? Nein. Kommst du jetzt da rein? Jetzt brauche ich noch Nickel. Mal gucken. Nickel, 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 Nickel. Okay, das heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4 mal Nickel. Und das bitte jetzt auch durch den Maserator schmeißen. Vorragend. Jetzt muss ich gucken, brauche ich da vielleicht einen anderen Circuit?
Oder ist im Mixer das Rezept anders? Ja, da ist es nämlich anders. Da brauche ich nämlich Invar. Start. Ich werde auch noch nachschauen sollen. Mann, also das geht mir ab und zu so richtig auf dem Äumel. Das ist so hoch, dass wenn man dann falsch klickt, Manganes, nee, Manganes, Nickel, Eisen, Chrom. Circuit Nummer 2. 120 EU. Alles klar. Dann sage ich jetzt klipp und klar. Das ist mir wurscht, dann mache ich es mit der Hand. Wäre nur zur Vereinfachung gewesen. So, du musst dahin, du warst da, du kommst dahin. Ah, okay, da hätte ich einen mehr bekommen. Ja, wurscht. Aber ich baue jetzt keinen MV. Mixer, nur um das mal schnell mixen zu können. So, wir haben jetzt 32 Stück. Und Stainless Steel da durchzujagen, brauche ich Oxy. Und ich werde momentan nur eins reinlegen. Ich will wissen, ob er überhaupt läuft. Ich habe das halt wirklich sehr minimalistisch aufgebaut gerade. Kann auch sein, dass ich jetzt gleich nochmal draufhauen muss. Kann man gleich sehen. Weil ich habe mir sozusagen neu ausgetauscht. Einer springt nicht an. Können wir schnell Gummihammer holen. Dann machen wir mal schnell, gib Gummi. Er ist enabled. Legen Gummi wieder weg. So, und jetzt läuft er 60 Sekunden lang bei 480 EU pro Tick. Also der trinkt jetzt richtig. Darum. Ich mache immer Silenzio am Anfang, weil, wie gesagt, ich muss die so schnell wie möglich schauen, dass ich die auf, dass ich da einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften, einen sechsten, einen siebten und einen achten mit hinstelle. Und ist ja gerade nicht das Schlimmste, weil ich hier drüben das dann ja sowieso auch noch brauche fürs zweite. Und wie gesagt, wir stellen gerade ja schöne Sachen her. Wir gehen nämlich gerade. Das ist ein HV-Rezept, das darf man nicht vergessen, ne? Und wir haben unser erstes Stainless Steel hergestellt. Jawohl. Das heißt, wir sind jetzt so weit, dass wir HV-Maschinen herstellen können. Ich habe schon gesagt, Bending-Maschinen, glaube ich, ist mit wichtig, weil Canning-Maschinen habe ich oder kann ich schnell bauen in LV. Aber die Dosen kann man herstellen nur im unteren Bereich, also im HV-Bereich. Das brauche ich. Maserator brauche ich. Ich brauche einen Assembler, glaube ich, in HV. Nein, ich brauche Chemical Reactor in HV, damit mir endlich einen Magneten bauen kann. Und ich habe jetzt schon mal, aber nein, da warte ich noch. Er muss wieder voll sein. Also ihr habt ja gesehen, ich habe 8, also wenn ich ein Aluminium herstelle, ist voll, habe ich 16 durchbatschen können. Nitrogen rein.
Aluminium rein und er läuft. Und er hat 60 Sekunden gebraucht. Jetzt sieht man, dass ich das Ding halt gepimpt habe auf HV. Wie gesagt, kommt immer auf den Stromverbrauch an. Darum testen wir es jetzt mit 8. 16 Stück haben mir meinen da hinten leer gesoffen. Wenn ich jetzt weniger als die Hälfte brauche für die 8, dann sind wir natürlich glücklich. Und ich kann weiterhin immer 16 Stück durchjagen. Ich dachte, klar, nur 2, also 6 Stück haben das am Laufen gehalten, 2 Stück können das nicht am Laufen halten. Aber wie gesagt, ne, wenn ich halt jetzt dann immer wieder dann da bin und ich da draußen irgendwas rumhampel oder irgendwas vorbereite oder Erze mache, dann kann ich die nämlich auch schön durchlaufen lassen. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, was wir auch bauen müssen, ein Battery Buffer. HV. Weil ich möchte ja unten den kompletten Strom auf HV aufbauen. Habe ich ja schon alles vorbereitet. Wir haben ja schon über 100 Kabel. Und ich möchte ja dann anschließen dieses Gebäude, das Gebäude, was dahinter entsteht. Das klar, weil sonst wird es lustig. Und eigentlich irgendwo da hinten dran müsste ich eigentlich auch die Raffinerie anfangen. Nicht die Raffinerie, das Chemiewerk. Chemie wird jetzt erstmal aber hier drin bleiben. Weil, das wird mir sonst alles zu viel. Und vor allem, ich weiß halt nicht, wie schnell dass ich von HV dann auf EV komme. Nicht, dass ich dann auf einmal das ganze Kabel dann dahinter gezogen habe, weil das werden nochmal locker flockig so 100 Kabel werden. Da muss dann auch wirklich alles stimmen. Und wie gesagt, die Erzverarbeitung muss voll laufen. Wirklich voll. Weil das bringt uns nichts, wenn da mal leer, wenn da sozusagen ich das Kabel dann gelegt habe und dann heißt ja, jetzt sind wir schon EV und darf ich das Kabel wieder rausrupfen und wieder neu setzen. Achso, das ist Hydrogen. Da muss es rein. Ja, haben wir schon 44 wieder. Und der ist die ganze Zeit gelaufen. So. Wie geht's meiner Batterie? Naja, momentan wären wir noch im Plus. Momentan wären wir noch im Plus. Erst beim letzten. Schauen wir mal, wann er wieder nach oben läuft. Und man darf nicht vergessen, die haben ja auch noch rausgepowert in der Zeit, ne? Zu sechst, nicht zu viert, zu zweit. Und er ist auf null. Und er geht nach oben. Perfekt. Das heißt, 16 Stück kann ich immer machen. Da sind wir dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das heißt jetzt für mich, ich werde auf jeden Fall die Engines hier weiter austauschen. Ich werde eventuell, wenn mir das Kabel nicht reicht, bräuchte ich nochmal 5. Ich habe nur 3. Dann nochmal Kabel nachmachen. Ich hoffe, dass ich die Woche dazu kommen, auch mal ein bisschen an den Crops rumzuspielen. Dass man da auch mal vielleicht die richtige Pflanze bekommt.
und ja, und das Gebäude hier weiter zumache. Ihr seht ja, hier habe ich jetzt noch eine Lücke gelassen, das heißt, hier kommt noch Glas rein. Und vielleicht kommt auch mal hier irgendwann das Glas raus und kommt Computerbildschirm rein oder vom anderen da drüben. Hier kommt noch Glas rein. Dann habe ich hier halt auch. Wie das da drüben halt genau ausschaut, weiß ich noch nicht. Hier kommt auch noch Glas rein. Decke habe ich schon reingezogen. Was ihr mir mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben könnt, ist, wenn ich so Gebäude angefangen habe, wie jetzt zum Beispiel das da oder das da. Also da ziehe ich hier einfach nur die Decke rein. Also das mache ich auf jeden Fall auch schon so. Ja, ihr seht halt, wie ich es dann vorhab. Aber ich habe die Decke ziehe ich rein. Aber die Innenausführung mache ich nicht. Aber was ihr davon sagt ihr, ja, du kannst ruhig jetzt da den nächsten Stock drauf bauen, das alles zumachen. Auch zum Beispiel bei der Försterei. Kannst du schon mal das Dach ziehen? Wir haben ja ungefähr gesehen, wie es ausschaut. Oder sagt ihr, nee, macht das bitte mit uns. Dann schreibt es mir mal bitte rein. Und ich ja, werde mich dann dran halten. Das Einzige, was ich halt weiterziehe, ist definitiv das Lager. Also am Lager werde ich weiterarbeiten. Weil das ist mir, das wäre sonst zu viel. Also was ich hier da noch an Tonnen an Holz und an so Streben und Stützen und Drawern und hast du nicht gesehen, reinpfeifen muss. Das ist heftig. Was ich auch noch hier an Stein wegmachen muss, ist auch noch heftig. Oh, da unten ist unser kleiner Tower. Da können wir mal schnell nochmal hin tippen. So, zum Abschluss. Jawohl, und der arbeitet noch. Ich bin sowieso verwirrt mit dem, was da drauf steht. Oh, die sind fast leer. Weil bei der Pump steht halt da, the best way to. So, wir reden jetzt von der LV. The best way to empty oceans output is on top. 64 U Operation, 80 Sekunden per Bucket. No stuttering, das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Maximum Pumping Area 41 mal 41. Also das heißt 20 nach links, 20 nach rechts, plus der in der Mitte. Nach vorne und nach hinten natürlich auch. So. Use Screwdriver to regular Pumping Area. Ah, okay, du kannst sogar sagen, okay, ich habe jetzt da eine kleine Area. Mach sie kleiner. Cool. Gar noch nicht gelesen. So, aber nochmal. Bei der LV steht dort 64 Uhr Operation 80 Sekunden per Bucket. Ich weiß halt nicht, ob das, was da dort steht, ULV ist. Was ja totaler Schwachsinn wäre. Weil hier steht jetzt dort The best way to empty oceans, outputs on top. 256 Uhr Operation. 40 Sekunden per Bucket. No stuttering. Maximum Pumping Area 41 mal 41. Selbe wieder. Ich kann wieder meinen Schraubendreher verwenden, um die Pumpfläche zu regulieren. Also nochmal. 256 U Operation. 40 Sekunden per Bucket. Habe noch Strom drauf. 21, 22, 21, 2. Also ihr seht gerade, der pumpt bei mir allerhöchstens in 2-Sekunden-Takt. Da steht was von 40. Wenn das jetzt Tick wären, steht stimmen. Kann natürlich auch sein, dass der
dass es da hinten halt auch wirklich 8 Sekunden gedauert hat, oder? 40, 60, 80, ja. Dass es 4 Sekunden gedauert hat, bis da der Eimer drin war. Aber mir kam das weitaus länger vor. Also der kam mir richtig lahmarschig vor. Und der ist richtig fix. Also der haut uns die. Ich habe mir einen Waypoint unten gemacht. Bin mal runtergefallen. Ja, das ist ja der Nachteil, wenn man halt stirbt, ne? Und interessiert nicht. Ne? Hier sind wir hier unten. Und der pumpt halt wie ein Weltmeister dieses Feld hier weg. Hoffe, dass. Ja, aber die RWR ist groß genug. Au, und ich sehe gerade, wir sind nicht mal in der Mitte von dem Öl. Also da wird noch richtig viel Öl weggepumpt. Es kann nur sein, dass das durch diese ganzen Steine, die wo hier drin sind, immer wieder mal nicht fließt. Habe ich schon öfters gehabt, darum bin ich runter, weil er hat nicht mehr weitergemacht. Ja, ich hätte jetzt auch Gravel runterfallen lassen können, dann wäre ich nicht gestorben. War mir aber, wie gesagt, irgendwann ist dir der Scheiß egal. Am besten noch die Sachen, die wo kaputt gehen könnten, wie der Rapier und die Armbrust vorher raus. Der Rest ist sowieso wurscht. Ja, und dann gehen wir jetzt nochmal Richtung Ölturm. Ich würde dann auf den Dez. Hätte ich doch 4 hoch machen sollen. Sieben, acht, neun, null. Also, das kann mir keiner erklären, dass das 40 Sekunden sind. Never. 40 Ticks. Werden da verschrieben. Okay. So, das heißt, wir sind auch fleißig beim Öl. Oh, hätte auch gleich 2 Zellen mitnehmen können. Ist egal. So, die sind sogar wieder voll. Das heißt, ich kann für mich gesehen das da wieder reinpfeifen und fröhlich gelassen das Alu durchjagen. Stainless Steel werde ich jetzt natürlich dann auch immer wieder mal durchpfeifen. Was halt das Schönste ist jetzt beim Stahl. Da werde ich nämlich auch jetzt demnächst wieder was machen. Also es verhalbiert sich die Zeit. Also vervierfacht sich der Strom, halbieren tut sich die Zeit. Das ist ja Standard. Das sieht man ja auch hier. Ich habe jetzt 256 EU statt 64. Dafür braucht ihr keine 60 Sekunden, sondern nur noch 30. Bin aber der Meinung, dass der Strom hinten genauso viel übrig bleibt wie davor. So, aber auf jeden Fall, was halt mein Ziel ist für die Woche, für mich selber, ist die Combustion auf jeden Fall so weit erregen, dass das mindestens 6 Stück sind, dass das wieder genauso ausschaut wie hier, vielleicht sogar dann 8. Dass ich Stainless Steel schon mal ein bisschen vorbereite. Denn wir möchten zum Beispiel. Da kann ich jetzt schon mal so spoilern. Das wird eins meiner nächsten Ziele sein. Wir möchten ein Reservoir bauen. Fuse Quartz können wir schon herstellen. Wir brauchen nur diese blöde Pumpe. Und dafür brauchen wir Stainless Steel Fluid Pipes. Und das war's. Und davon brauche ich ein paar. Weil wir kriegen aus diesem Ding, kriegen wir 2 raus. Wir brauchen 4. Also das heißt, ich muss. Wir müssen dann beim nächsten Mal Pumpen bauen und Motoren in HV. Da brauche ich auch nochmal Stainless Steel Rods. Darf man nicht vergessen. Und den Draw Controller können wir auch mal irgendwann anfangen. Ja, der braucht nämlich auch Stainless Steel. Ja, wir haben jetzt einiges offen. Also für uns. Das Buch ist noch nicht so weit. Die ist noch bei MV. Da haben wir noch nicht genügend gemacht. Da haben wir auch noch einiges vor uns. Was haben wir denn hier? Avengers Assemble 2. Robotarm. Habe ich nicht schon Rob. Habe ich noch. Ich habe doch schon einen Roboterarm gebaut, oder?
Ja, klasse. Advanced Unpacker, ein Circuit Assembler könnte man vielleicht in MV auch noch irgendwann bauen. Dann macht es sogar Sinn, dass ich nochmal einen Rotor, dass ich nochmal so einen Roboterarm baue. Dann wird der nämlich, dann haben wir auch zwei. Ja. Okay, aber ich habe eigentlich die Dinger schon gebaut, klar, weil ich habe ja schon den Assembler da drüben stehen. Ist egal, aber da haben wir auf jeden Fall auch noch irgendwas vor uns. Das finde ich auch lustig. Extrude all the things. Okay, da finden uns auch noch ein paar. Und vor uns Extruder, den baue ich noch abbauen. Das mache ich sowieso, wenn ich das dann drüben aufbaue. Das werde ich auch noch eventuell machen. Kündige das auch gleich immer vorher schön brav an. Entweder wird es dann weiter hinten stehen oder es wird drüben stehen. Dass ich da drüben mal komplett neu aufstelle. Dass zum Beispiel Furnace, Maserator, die zwei Ore-Washer und die zwei Zentrifugen, dass die vielleicht hier hinten stehen. Und also ganz am Ende. Das heißt, alles andere läuft. Aber wenn die Batterien da hinten mal leer sind, c'est la vie. Aber ich kann meine anderen Maschinen noch verwenden. Dass ich das neu aufbaue und wie gesagt, dann vielleicht noch die Polyline hier mit reinsetze oder hier noch zusätzlich mit rein mache. Als Linie. Muss ich mir überlegen. Ja, gut. Dann habe ich jetzt genügend theorisiert und terrorisiert. Bin immer noch stolz auf meinen HV. Und der ist schon wieder fertig. Ist das nicht schön? 8 Stück durch. Ja, und dann, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ihr habt noch eine schöne Auswahl von zwei Videos, beziehungsweise einer Playlist und einem Video. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.